So Leute, da sind wir wieder mit einem neuen Let's Play. Ja, wie ihr schon gesehen habt, wir spielen Advanced Wars, ein Spiel von 2001 von Intelligent Systems und Nintendo. Bevor das jetzt alles normal kommt, drücken wir einfach mal Start. Drücken wir Start, habe ich gesagt. Oh, ich hoffe, man hat den Cursor jetzt nicht gesehen. Das kann passieren. Ja, wir spielen Advanced Wars. Wir erwarten noch kurz, ganz kurz, schnell, oh, Spoiler und sowas verrät. Ja, Advanced Wars. Ich habe es nie wirklich durchgespielt. Ich habe nur den Anfang damals gespielt, habe Advanced Wars 2 so gespielt dann und das auch durch. Und ja, ja, wir spielen jetzt Advanced Wars. Erstmal, wer sind wir? Gib bitte einen Namen ein. Wir sind, können wir noch klein machen, ja, kleine Buchstaben. Ging das auch über Select? Ja, cool. Gut zu wissen, da. Ach, ich bin noch blöd. Ich muss mich immer an den Controller umgewöhnen, wenn ich, mit dem DS spiele. Und dann mit meinem, Controller, da sind der A und B vertauscht. Ist das korrekt? Yep, das ist korrekt. Schön, dich kennenzulernen, Fox. Ich bin Nell. Haha, hallo Nell. Ich bin ein Q, steht für Commander, von Orange Star. Spielst du zum ersten Mal? Nein, ich spiele allerdings nicht zum ersten Mal. Ich möchte das jetzt nicht alles, weil sie erzählt uns sowieso die Hälfte. In Advanced Wars gebe ich in der Kampfübung Hinweise zum Spielprinzip und zur Strategie. Das beinhaltet auch die Erklärung aller Spielregeln. Legst du wirklich keinen Wert auf diese Unterweisung, weiß ich, wie du sie überspringen kannst. Aber möchtest du die Kampfübung durchlaufen und von ihr profitieren? Ja, ich denke, das ist wirklich das Beste. Du gelangst im Spielauswahlmenü zur Kampfübung. Im Spielauswahlmenü findet sich auch der Kampfmodus, ein Mehrspielermodus für einen Game Boy Advance. Außerdem findest du dort Verbindung, einen Modus für mehrere Systeme. Das ist dort. Dann ist da noch die Kampfübung. Meister dort alle Missionen von der ersten bis zur letzten. Wir beginnen mit der Truppenorder. Viel Glück. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit ihr, das ganze Spiel kennt. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal die ganzen Kampfübungen-Dinger machen. Das kenne ich eigentlich. Und das ist auch eigentlich relativ schwachsinnig. Das sind, ich glaube, 10 Stücke. Oder 12, 15, keine Ahnung. Wird erstmal jetzt der ganze Kram erklärt. Beginnen wir mit einer kurzen Einsatzbesprechung. Wir befinden uns hier im Land Orange Star. Östlich davon liegt das Land Blue Moon. Zwischen den beiden Nationen herrscht seit Jahren ein erbitterter Krieg. Die Grenzgefechte fänden ein jähes Ende, als dieser wahnsinnige Olaf. Verzeihung, ich meine, der Co. von Blue Moon, Olaf, fiel plötzlich in Orange Star ein. Die Alara-Region ist nun also unter Herrschaft des Blue Moon. Offiziersanwärter Fox, dies ist deine Mission. Gebiete Olaf Einhalt und dränge seine Truppen zurück. Ich werde dich anleiten. Ziehen wir los. Ja, ich bin Offiziersanwärter und lass mir was von Co. sagen, ja. Aber nicht mehr lange. Muhahaha. Tag 1. Die Alara-Region ist recht großflächig, weshalb Olaf dort nur wenige Truppen stationiert hat. Was keinen Sinn ergibt, wenn er große Fläche hat, warum dann wenige Truppen? Aber egal. Unter deinem Kommando stehen zwei Infanterieeinheiten, bla bla bla, orangefarben gehört dir. Die blauen gehören zum Gegner, besiege die Truppen, bla. Bla, befehlen wir jetzt zunächst diese Einheit. Bla bla bla, ich kann sie dahin, ich habe sie angewählt. Als eine Einheit marschiert, erscheint dieses Menü. Ja, warten, 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 ja. Also ich werde euch die Hälfte eigentlich selbst erklären. Also so dunkel-orange können wir es nicht mehr machen. Logisch, warten. Beide Einheiten. Also das heißt, jetzt muss ich über B. Nee, über A und dann Ende. Dann bam, badam, bam, bam. Wie das Sternskorb von Orange Star. Moment. Leute, ich muss mal ganz kurz warten. Ich muss mal ganz kurz was einstellen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Vorgedrungen. Hi! Sie halten nicht lange durch. Meine Truppen dort werden ein leichtes Spiel mit ihnen haben. Ich habe einfach mal auf mein Digitalpad umgestellt, weil mein Analogpad über die Dauer zu laut ist.
Vielleicht werde ich doch auf den zweiten Anlog. Mal schauen. Offenbar hat Olaf unsere Ankunft bemerkt. Seine Infanterieeinheiten schlagen diesen Weg ein. Keine Angst, wenn wir Ruhe bewahren, werden wir keine Probleme bekommen. Nun sollte diese Infanterie das Feuer auf den Gegner eröffnen. Wähle bitte diese Einheit. Moment. Erst wenn ich mein Fenster zugemacht habe, weil da draußen ist mir doch zu laut mit den Autos. Ich weiß nicht, ob man das hört. So, jetzt gehen wir dahin. Feuer auf sie eröffnen. Schießen wir hier voll ins Gesicht. Feuer! Gib diesen Befehl an. Feuer! 49%. Also ihr seht da links jetzt 49%. Dann seht ihr die Herzzahl, also 10. 10 Leben, 10 Einheiten. Dann haben wir 0 Munition, denn Infanteriefeuer ist unbegrenzt. Und dann haben wir da Tank 96. Das kommt da, ist noch Deckung 1. Kommt alles später noch. Jetzt greifen wir ihn an. Gleiche Deckung. Wir verlieren auch 2 Einheiten, aber er verliert mehr, weil ja, wir angegriffen haben. Du hast dem Gegner Schaden zugefügt. Die Einheiten haben Zahlen erhalten. Sie geben die TP-Trefferpunkte der jeweiligen Einheit an. Oder bei Infanterieeinheiten die Einheiten einfach. Alle Einheiten beginnen mit 10 TP. Nehmen sie Schaden im Kampf, sinkt die Anzahl ihrer TP. Sobald eine Einheit 0 TP hat, verschwindet sie vom Bildschirm. Hallo, Bildschirm? Voll realistisch, dass das in einem Land dort ist, wo Krieg gibt, ne? Siehst du, dass deine Einheit mehr TP hat als die gegnerische? Sieht daran, dass die angreifende Einheit grundsätzlich einen Vorteil hat. Es ist keine gute Taktik, darauf zu warten, angegriffen zu werden. Du sollst den Kampf suchen und immer als erstes das Feuer eröffnen. Setze wieder unter Beschuss, sollst du besiegt sein. Bla 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 bla. Machen wir das mal. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich glaube, die ersten 2 bis 3 Videos werden nur darum ruhen gehen, hier die ganzen Dinger durchzumachen, bis wir überhaupt mal zur Kampagne kommen. Ja, es gibt auch eine Kampagne, wer hätte es erwartet. Gratuliere, jetzt ist nur noch die gegnerische Einheit. Bla bla bla, schnell. Was machen diese Kanaillen denn da? Wäre ich vor Ort, müssten sie keine solche Erniedrigung ertragen. Verfluchtes Sternkorps von Orange Star. Ich werde es besiegen. Tag 3. Ich mag die Musik von Blue Moon mehr. Du bist wieder an der Reihe. Wir sind überall. Ich stehe nicht mehr im Weg. Doch warte noch einen Moment. Diese Einheit hat Schaden genommen im letzten Kampf. Beschädigte Einheiten büßen etwas von ihrer Feuerkraft ein. Besser, du öffnest das Feuer mit einer intakten Einheit. Ja. Tadlatam. 49%. Schießen wir sie nieder. 5. Und wir haben jetzt auch nur noch 8. Mit Hilfe des A-Knopfs werden Einheiten ausgewählt und Befehle erteilt. Widerrufe einen falschen Befehl, indem du B-Knopf drückst. Merke dir das bitte gut. Da die gegnerische Einheit beschädigt ist, kann diese Infanterieeinheit eingreifen. Muss ich ja den nehmen? Genau. So, 41% Schaden. Das Lustige war, dass wir noch bei... Wir waren genau bei 41%, deswegen stand da noch 5. Du hast alle gegnerischen Einheiten besiegt. Deine Mission war, ist ein voller Erfolg. Das war gute Arbeit. Was? Unfassbar! Das Land war mein! Wie konnte ich es nur so leicht verlieren? Grrr, nicht schwer, wenn ich den Sieg davon trage! Okay. Gratuliere, Fox, du hast gewonnen. Jetzt siehst du den Rang, den deine Strategie dir eintritt. Tempo, Schnelligkeit des Sieges, Kraft auf die Zielrichtigkeit der Angriffe und Bewältigung der Feinde, wohin Technik auf Bezug auf die eigenen Verluste. Du erhältst einen Rang für jedes bewältigte Kampfgebiet und kannst so die Leistung mit deinen Freunden vergleichen. Viel Glück bei der nächsten Mission. Ja. Daten speichern, ja. Speichervorgang beendet. So, feindliche Truppen in den Alara-Bergen. Sie wagen offensichtlich einen unbemerkten Einfall. Hinterrücks einzufallen. Das sieht nach Olafs Taktik aus. Deine Aufgabe ist es, diese Truppen aufzuhalten. Dir stehen 4 Infanterietruppen zur Verfügung. Auf geht's. Geländekontrolle. Bam, 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 bam. Gegnerische Mech-Einheiten, mechanisierte Infanterie, sind in Stellung. Das könnte ein Problem sein. Mech-Einheiten haben größere Feuerkraft als normale Infanterie. Mech-Einheiten können nicht im direkten Kampf besiegt werden. Du musst also das Gelände nutzen und dir Deckung suchen. Ich erkläre dich über das Gelände auf. Bla 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 bla. Infanterieeinheit auswählen. Ja, bla bla. Gelernte Infanterie Feuer zu eröffnen. Bla bla. Gelernt. Feuer. Drrrr, weggeputzt wieder mal. Kennen wir. So, exzellent. Okay, wähle bitte die Einheit auf und jetzt werdet ihr gleich sehen. Merkt ihr einen Unterschied? Ja, der Bewegungsradius ist kleiner. Also wir haben weniger Bewegungsradius, weil wir hier Berge haben. Aber dafür machen wir mehr Damage, werdet ihr gleich sehen. Von da oben runter. Zack, und wir haben nur einen. Ah ne, wir haben nur einen Schaden genommen. Okay, dann war es halt so. Die TP siehst du, dass sie unterschiedlich sind. Ja, weniger Schaden.
Geländebeschaffenheit, denn sie bietet Deckungsmöglichkeiten. Du hast den Gegner von den Bergen aus angegriffen, nicht wahr? Berg bietet Deckung 4, Ebene bietet Deckung 1. Je höher der Wert der Deckung, desto geringer der Schaden, den du leistest. Das ist verständlich gut. Ich merke, du bist ein Hellskopf. Eröffne nun das Feuer auf die restlichen Infanterieeinheiten. Wähle Ende, wenn du fertig bist. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Schießen wir mal. Drrrr, weggeputzt. Mhm. 52 Schaden. Drrrr. Peng. Weg. Kennen wir schon Ende. Du hast also meine Truppen gesichtet. Gar nicht schlecht. Doch diesmal werden die Dinge anders laufen. Jetzt wirst du meine Mecheinheiten richtig kennenlernen. Ich beobachte alles von hier hinten. Ich muss nicht persönlich zugegen sein, aber ich habe immer noch das Sagen. Was? Entschuldigung, ich weiß nicht, warum da gerade eben die Musik weg war. Also ich glaube, die Musik wird weg gewesen sein bei euch. Och nee, jetzt greift so ein... Aber guck mal, wir haben ihn trotzdem 2 abgezogen und er ist nur 4. Ja, du bist dran. Mecheinheiten können wirklich einiges einstecken. Aber wie du siehst, hat die Infanterieeinheit weniger Schaden genommen erlitten als die andere. Ja, warum? Es liegt an der besseren Deckung. Ich denke, dass die Wegkosten, Infanterie... Die Wegkosten belaufen sich im Gebirge auf 2 bzw. 1. Setz den Cursor auf ein Feld und drücke die R-Taste, um entsprechende Informationen über das Gelände bzw. die Einheiten zu... Bla 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 bla. Also hier. Wegkosten. Heißt, dass Infanterie 2 haben... Im Wald ist es Reifen 3, Ketten 2. Das heißt, die büßen so viel ein dann. Wir greifen natürlich erst mit der stärkeren Einheit an. Weg damit. Also die Mech-Einheiten, da sehen wir das. Und die haben halt noch die Bazooka dabei. Und das MG. Während die hier nur das MG haben. Weg damit. Naja, fast. Drrr. Ja, wenn er jetzt angreifen sollte, das wäre schön blöd. Also wird er wahrscheinlich nicht angreifen. Ach. Feuer. Aber die hatten natürlich noch mehr gehabt da. Das ist natürlich das Problem. Und jetzt können wir dort aus dem Wald angreifen. Machen wir mehr Schaden. Und nehmen vor allen Dingen weniger Schaden. Ja, jetzt macht er nichts. Eines noch. Musst du den Kampf aus irgendeinem Grund beenden, dann kannst du speichern. Wenn du speichern musst, bla bla. Speichern, schon klar. Sichern Befehl, ja. Ich möchte es aber nicht sichern. Ich möchte jetzt diese Einheit hier wegnatzen. Und mich auch von der Einheit wegnatzen lassen. Na gut. Ich hätte es andersrum machen können, hätte ich nichts verloren. Na gut. Das gibt Abzüge beim Rang. Du hast es geschafft. Diese Einheiten hatten den Befehl, hinterrücks einzufallen. Dank deiner Planung erlitten unsere Truppen nur minimalen Schaden. Gute Arbeit, weiter so. Ah, ein neuer Fehlschlag. Nach all der Planung wieder eine Mission in den Sand gesetzt. Grrr, nächstes Mal siege ich. Sieg. Fox hat gewonnen. Yep, das hat er. Bestehende Daten überschreiben? Ja. Und mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Let's Play Advance Wars. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.